Auch für Overwatch gibt es natürlich was Neues, und zwar die neue Heldin Sombra, und die ist auch sehr spaßig und sehr schnell zu spielen auf jeden Fall. Sie ist eine Hackerin, sie ist stealthy, sie kann sich, also mit der Sprinttaste bewegt sie sich tatsächlich unsichtbar und sehr, sehr schnell über die Karte. Das heißt, man kann sehr, sehr leicht hinter feindliche Linien kommen, den Gegnern in den Rücken fallen, das ist echt cool. Und was außerdem cool ist, sie kann Gegner hacken. Mit der rechten Maustaste tut sie das, und dann anschließend können die Gegner keine Abilities mehr verwenden, sind also wirklich sehr, sehr eingeschränkt in der Spielweise. Außerdem kann sie auch zum Beispiel Health Packs hacken, die bringen dann dem eigenen Team mehr Gesundheit und dem gegnerischen Team keine mehr. Auch das ist sehr, sehr cool. Dann kann sie noch diesen, wie man auch in dem Render-Film gesehen hat, sie kann so ein Beacon auf den Boden setzen, und dann kann sie sich jederzeit zu diesem Beacon zurück teleportieren, egal von welcher Stelle auf der Karte. Auch das ist cool. Als Waffe hat sie so eine schnelle Maschinenpistole, ein bisschen wie die Waffe von Tracer, nur halt nur eine. Und was kann sie noch genau? Ihre Spezialfähigkeit ist tatsächlich so ein Massenhack, also so ein EMP. Dann werden alle Schilder und alle bei Barriers der Gegner gleichzeitig deaktiviert. Ja, also sehr schneller Charakter, bisschen stealthy, bisschen hacken, macht auf mich einen coolen Eindruck. Also ich persönlich bin mit diesen Stealth-Charakteren nicht so gut, ich bin mehr so jemand, der einfach voll auf die Fresse drauf und so. Aber ich sag mal so, ich glaube, ein fähiger Spieler kann mit dem Charakter schon echt viel anfangen, und ja, ich bin sehr gespannt, was wir da in Zukunft für Sombra Plays sehen werden.